Tachin, liebe Sportfreunde, ich grüße euch, euer Görki am Start. Ich habe hier mal wieder ein paar geile Proteinquellen am Start, Proteinsnacks, und zwar diesmal von Kaufland. Wir haben ja schon alles was an Supermärkten abgedeckt, aber Kaufland macht doch hier eine sehr, sehr geile Figur. Es sind ein paar coole Sachen dabei, die ihr vielleicht so noch nie auf dem Schirm hattet als Proteinquelle. Alles natürlich ja, Snack to go, was man ja direkt gleich futtern kann, und ich würde sagen, wir gucken das Ganze mal an. So, wir fangen mal einfach hier an mit Milchprodukten, und zwar haben wir da natürlich immer die besten Möglichkeiten. Ich habe einfach mal die genommen hier, die man vorrangig bei Kaufland findet. Es gibt natürlich die Markenprodukte meist auch bei Edeka oder bei Rewe, aber wir fangen mal an. Habe ich tatsächlich erst bei Kaufland gesehen. Wir haben hier jeden Supermarkt bei uns vor der Tür, aber bei Kaufland habe ich diesen Protein Coconut Joghurt gefunden oder so eine Frischkäsezubereitung, sogar mit Süßungsmitteln. Es ist so eine Art Frischkäse. Ich frage mich, wie das ist, aber es sieht gut aus. Es sind 35 Gramm Eiweiß drin und hier nur 5,8 Gramm Zucker und nur 0,5 Gramm Fett. Also wirklich sehr, sehr gute Nährwerte à la Protein Kokosnuss. Frischkäse, Zubereitung mit Süßungsmittel. Ich müsste mal... Timo, ich mach das mal schnell auf, ja? Bitte. Ich würde gerne wissen... Ach krass, es ist wirklich ein Frischkäse. Moment mal. Man kann es aber eher wie ein Joghurt essen. Würde ich mir nicht aufs Brot schmieren. Ich habe es nicht ganz verstanden. Frischkäsezubereitung. Ich würde es wie ein Joghurt essen. Schmeckt auch wie Joghurt. Aber ganz geil. Also gute Nährwerte. Protein-Kokosnuss. 40% Less Sugar. Gut gelöst. Also finde ich gut. Kann man machen. Ich würde sagen, wir kommen zum Highlight. Ich fasse das Highlight schon vorweg. Und zwar ein Eat Lean Grated Cheese. Das ist einfach ein Streukäse. Kostet 2,99, soweit ich weiß, ist natürlich ein bisschen teurer, aber man muss sagen, auf 100 Gramm, 36 Gramm Eiweiß, sogar heftig. 3 Gramm Fett nur, 0,5 Gramm zu, also 3 Gramm Fett für einen Käse. Und ich habe es schon mal probiert, ist wirklich gut. Also ich stelle mir Pasta vor, einfach reinstreuen oder auf eine Pizza, wenn man dann auch noch Thunfisch oder so dabei hat oder ein bisschen Fleisch. Ey, das sind einfach mal bei 180 Gramm, also eine Packung hat 65 Gramm Eiweiß in etwa. Also das ist wirklich eine geile Sache, weil gerade beim Käse kriegen wir den Fettanteil kaum raus und hier haben wir einfach eine richtige Proteinquelle, ohne Fett quasi, ohne Zucker. Also probiert das mal, bisher nur bei Kaufland gesehen, Eat Lean Grated Cheese. Also ganz, ganz geiles Top auf jeden Fall an der Stelle. Und dann hier kommen wir zum guten Axel Schulz, ehemaliger Boxer. Es gibt eigentlich immer diese Ehrmann-Drinks, diese Ala-Drinks, also die Protein-Drinks, die man eigentlich in jedem Supermarkt oder normalen Supermarkt findet. Und nur bei Kaufland bisher gefunden, Axel Schulz Protein-Drink, 25 Gramm Eiweiß. Und man muss sagen, Preis-Leistung super und vor allem aber auch die Nährwerte. Natürlich haben wir 13 Gramm Zucker drin, aber auf so eine kleine Flasche gleich 25 Gramm Eiweiß auf ja, 250 Gramm ist sehr, sehr viel. Die meisten haben erst bei einem halben Liter oder so 20, 25 Gramm Eiweiß. Hier seid ihr natürlich mit einer Kalorienmenge von, lasst mich nicht, eine Portion 157 Kilokalorien, 25 Gramm Eiweiß. Also das Verhältnis stimmt definitiv von Kalorien und Eiweiß in so einer kleinen Flasche. Protein-Drink von Axel Schulz bei Kaufland. Schmeckt auch super. Empfehlen kann ich immer bei den Fertigdingern. Vanille ist mein Ding definitiv. So, ich habe ein Müsli gefunden von Leinberger. Ich muss sagen, ich habe von Leinberger schon ein paar Sachen geschmeckt. Das schmeckt also wie Pappe. Allerdings ist das jetzt hier ein Müsli. Und ich wollte es euch einfach nur präsentieren. Ich kann es euch aber auch hier wieder nicht empfehlen, weil diese ganze Dose mich 9 Euro noch was gekostet hat. Also es ist eine krasse Abzocke für 390 Gramm hauptsächlich Soja-Proteinquelle, Sojaflocken. Und ich wollte es euch nur zeigen, wenn ihr es seht bei Kaufland und denkt, wow, geil, Proteinmüsli von Leinberger, lasst die Finger davon. Hier mal an der Stelle ein Flop, den ich euch ein bisschen präsentieren möchte, um euch vielleicht auch zu warnen. Es gibt auch Sachen, die man nicht unbedingt kaufen muss, nur weil Eiweiß draufsteht. So. Jetzt, das ist vielleicht keine Eiweißquelle, aber ich trinke das immer sehr, sehr gerne. Das sind so Energy Drinks. Und wir haben hier von Effekt einen. Habe ich bis jetzt auch nur bei Kaufland gesehen. Gibt es bestimmt auch bei Rewe, aber wie gesagt, nicht wirklich eine Eiweißquelle. Aminoquelle, vielleicht an BCA. Schmeckt lecker, ist ein bisschen günstiger als Monster oder Rockstar. Effekt, ein bisschen günstigere Marke, aber auch bei Kaufland gesichtet. Coole Sache für uns Pumper. Jetzt haben wir eine Sache, die wir nicht so oft haben und auch eigentlich im Discounter wenig finden, auch bei Rewe auch noch nicht so richtig gefunden. Einmal, die finde ich richtig genial, wenn ihr auf Erdnussflips steht. Immer sehr, sehr viel Fett sonst. Hier haben wir 45% weniger Fett, ja, auf 100 Gramm nur 14 Gramm Fett und 13 Gramm Eiweiß mit 2,2 Gramm Zucker. Also ohne Witz, das ist, was so Chips angeht oder Flips, wirklich von den Nährwerten top, wirklich top. Ja, und schmeckt auch wie normal. Ja, also schmeckt wie normale Flips. Also hier von Wurzner Flips, softig leicht. Definitiv eine geile Empfehlung. Probiert es mal aus. Könnt ihr dann abends mal alternativ zu irgendwelchen Kartoffelchips oder so snacken. Habt ihr ein besseres Gewissen. Habt ihr sogar eine leichte Eiweißquelle.
haben wir hier sogar, was haben wir? Natürlich Maisgrieß und Erdnüsse. Dürfte das sogar vegan sein oder vegetarisch? Ich weiß nicht, welches Fett die verwenden, müssen wir nochmal genauer gucken. Aber auf jeden Fall definitiv eine Empfehlung. Dann haben wir hier noch von Lorenz Kichererbsen-Chips. Auch steht sogar drauf, enthält 13% Protein. Und auch hier für alle Chips-Liebhaber einfach eine gute Alternative, auch 13 Gramm Eiweiß. Sozusagen, ich bin Kichererbsen- oder auch Hummus-Fan. Probiert es mal aus, auf jeden Fall eine gute Alternative. Jetzt haben wir so ein paar Produkte, die man eher warm macht. Und da muss ich auch mal sagen, ich blende das mal hier ein. Und zwar gibt es inzwischen auch viele Eigenprodukte von Kaufland, die vegan oder vegetarisch ausgerichtet sind. Hat man vorne immer am Eingang meistens so ein frisches Regal. Und da gibt es ein paar Fundstücke, zum Beispiel von Valais, vegetarisches Geschnetzeltes. Ne? Also jetzt mal für alle Vegetarier. Und zwar ist das, soweit ich weiß, auf, lasst mich nicht lügen, Ei-Weizen-Basis, Hühnerei-Basis. Und das ist halt, wenn ihr jetzt kein Tier essen wollt, so auf Ei-Basis und ein bisschen Weizen-Soja-Basis von den Nährwerten, aber wirklich gut geschnetzeltes mit 16,8 Gramm Eiweiß auf 100. Und meistens sind die Dinger immer diese Ersatzprodukte mit viel Fett vollgepumpt. Und hier haben wir nur 4,8 Gramm Fett auf 100. Also das ist wirklich mal eine Alternative, wenn ihr sagt, pflanzlicher Basis her, ja, beziehungsweise vegetarischer Basis her, aber halt kein Fleisch. Sehr, sehr gute Nährwerte, das kann man definitiv machen. Dann haben wir mal was ganz anderes, habe ich nicht beim Discounter noch nie gesehen, Fischfrikadellen. Wenn ihr auf Fisch steht, habe ich mal die rausgesucht mit wenig Fett, also im Verhältnis nur 10 Gramm, 13 Gramm Eiweiß, wenn ihr Bock habt, so ein bisschen zu snacken. Die sind von Büsumer Feinkost. 5 Stück ist wahrscheinlich von der Preis-Leistung jetzt nicht das Beste, was man machen kann. Aber wenn ihr wollt und mal was anderes habt und jeden Tag mal das gleiche futtert wie Magerquark, versucht doch mal eine Fischfrikadelle. Ich kann es nicht, aber auf jeden Fall probiert es mal. Auf jeden Fall ganz gut. So, dann, auch nur bei Kaufland, findet man wahrscheinlich auch weniger bei irgendeinem Discounter. Und zwar haben wir hier auch wieder auf Kichererbsen-Basis, also ich feiere Kichererbsen, muss ich sagen, deswegen habe ich es auch geholt. Und das sind Fettuccini, also, oder Fettuccine, wie auch immer man das ausspricht, mit Italiener. Aber das ist einfach Pasta, wie gesagt. Und da haben wir natürlich sehr, sehr viele, sehr, sehr wenig Kohlenhydrate und proteinreich. Wir haben hier im Verhältnis auf 100 Gramm 38,3 Gramm Eiweiß. Und auch verhältnismäßig natürlich weniger Kohlenhydrate steht drauf, aber auch nicht wirklich viel Fett. Also das ist wirklich mal eine coole Sache von den Nährwerten. Vielleicht auch, wenn ihr in einer Diät mal Bock auf Pasta habt, probiert es mal aus. Habe ich jetzt geschmacklich noch nicht gemacht. Ist natürlich ein bisschen teurer, aber ey, ich finde es cool. Kann man mal probieren, definitiv, wenn man einfach mal eine Alternative sucht. Vielleicht habt ihr die gefunden. Auch vorne im frischen Regal. Ich finde immer diese Wraps und Sandwiches sind immer sehr, sehr gefährlich. Die sind auch mal bei Tankstellen am Start. Meistens haben wir sehr, sehr viel Fett dabei und es ist weniger Eiweiß, als es aussieht. Obwohl da Thunfisch oder Hähnchen draufsteht, habt ihr meistens mehr Fett drin. Aber hier ist eine Eigenmarke sogar von Kaufland, Kaufland to go. Taco, hey mein Schatz. Taco will Pipi machen. Ne? Er kommt dann immer schön an. Für dich gibt es leider nicht, er riecht das wahrscheinlich schon. Er riecht immer sehr, sehr viel Fisch und Eiweiß. Das mag er. Protein-Check mag auch. Taco ist ja gut, ist ja gut. Hier nur 3,5 Gramm Fett pro 100 Gramm. Also ist wirklich sehr gut für so einen Wrap. Und 9,6 Gramm Eiweiß und auch verhältnismäßig nur 4,4 Gramm Zucker. Also das sind die Eigenmarken. Normalerweise sind die auch echt überteuert. Und das ist wirklich von den Nährwerten top. Also das könnt ihr so fertig wirklich essen. Da braucht ihr kein schlechtes Gewissen haben. Wirklich wenig Fett für so einen fertigen Wrap. Ne? Kaufland Eigenmarke immer abschälen. Jetzt haben wir nochmal... sag ich mal Getreide, auch hier, Eiweiß-Toastbrötchen. Ich glaube, das gibt es inzwischen überall, aber ich habe das noch nie von diesen dunklen so gesehen, dass man Eiweiß-Toastbrötchen hat. Und hier wirklich, sag ich mal, Variante von den Nährwerten, wo ihr natürlich dann, oh, das ist gut, 0,7 Gramm Zucker. Normalerweise habt ihr immer ein bisschen mehr Zucker bei diesem Brötchen mit drin. Das ist wirklich von den Nährwerten auch hier top. Also eine Portion 16 Gramm Eiweiß, ihr habt 0,7 Gramm Zucker und 7,8 Gramm Fett, also das ist völlig in Ordnung. Das ist wirklich von den Nährwerten nicht schlecht, einfach für ein Toastbrötchen. Und jetzt haben wir hier Sesam-Leinsaat-Protein-Snack. Das ist einfach so zum Snacken. Kargs kennt ihr vielleicht, das ist so eine Art Knäckebrot, was sie machen. Aber hier haben sie extra drauf geguckt, dass einfach Fett reduziert ist und das Eiweiß ein bisschen angehoben ist. Und ihr habt hier auf 100 Gramm 32 Gramm Eiweiß, wirklich nur 3,3 Gramm gesättigte Fettsäuren. Und Zucker ist auch nur 1,9 Gramm. Also wirklich, wenn ihr so auf Brot, Knäckebrot, Snack steht, könnt ihr das mal ausprobieren. Ist ein bisschen, sag ich mal, gepimpt von den Nährwerten. Ganz kurz vorweg, das ist jetzt vielleicht kein Snack, aber vielleicht eine kleine Anregung. Wenn ihr gerne
Rindfleisch, Rinderfilet futtert. Ist immer sehr, sehr teuer, die Gramm oder auf ein Kilo ist Rinderfilet extrem teuer, definitiv. Ich habe wirklich mal geguckt, von der Qualität oder vom Geschmack, auch wenn ihr bei den Discountern Filet oder so kauft, ist es wirklich nicht geil. Und das ist wirklich, wenn ihr Geld sparen wollt, jetzt vielleicht nicht eine Bio-Quelle an Fleisch kaufen wollt, weil es euch zu teuer ist, aber doch mal ein Filetsteak gönnen wollt, dann guckt mal von Purland, das ist die Eigenmarke quasi von Kaufland. Und dort ist das Rinderfilet wirklich lecker. Also ich mache mir das im Kontaktgrill, das ist für eine Diät perfekt, wenn ihr auch mal nicht nur Hähnchen essen wollt, sondern mal ein bisschen gönnen wollt, ein schönes Rinderfilet. Ihr seid hier bei 218 Gramm bei 6,32 Euro. Also es ist wirklich für ein Rinderfilet ein sehr guter Preis. Geht woanders hin, ihr zahlt locker das Doppelte auf die Grammanzahl und es schmeckt wirklich. Kann ich nur empfehlen, nichts für Vegetarier, nichts für Veganer, aber es ist wirklich von der Qualität, vom Geschmack für das Geld, wirklich kriegt ihr bei Kaufland geiles Rinderfilet. Wie gesagt, Purland, mal einfach abchecken, mal ausprobieren, vergleichen, es schmeckt viel besser, ich schwöre es euch. So, und dann haben wir noch die Variante Proteinsnacks Riegel. Da haben wir eigentlich alles, was Marken angeht bei Kaufland. Also da gibt es nicht wirklich eine Eigenmarke, aber ob ihr Natural Valley habt, ihr habt da einfach mal die Möglichkeit, auch bei den Müsli-Riegeln ein bisschen auszuprobieren. Ist natürlich von der Preis-Leistung. Das sind eher so Kinderriegel, was Protein angeht. Das ist halt sehr viel Zucker auch wieder mit drin. Ihr habt auch ein bisschen viel Fett drin. Aber wenn ihr euch ein bisschen besser fühlen wollt, habt ihr hier diesen Corny Schoko Lower Carb Protein Riegel oder halt hier von Natural Valley. Das ist einfach so die bessere Süßigkeit, aber nicht wirklich ein Proteinsnack, worauf man sich verlassen sollte. Nur mal so nebenbei, das gibt es halt auch bei Kaufland. Das findet ihr nicht unbedingt mal beim Discounter. Ähnlich hier bei diesen Corny Riegeln. Kann man mal machen, um sich ein bisschen besser zu fühlen, aber auch nicht der beste Riegel. Die handeln wir mal so ab. Fand ich ganz lecker, muss ich sagen, obwohl das Leinberger Müsli gerade übelst durchgefallen ist. Diese Waffel kann man essen und von den Nährwerten ist es auch, es ist okay. Pro Riegel 13 Gramm Eiweiß, natürlich gibt es Riegel, die mehr haben. Auch hier die Marken, wie gesagt, bei Kaufland, Powerbar oder ohne Witz, auch wenn ich bei MyProtein unter Vertrag bin, aber ich finde, so ein Cliff Bar, was so Old Bar Riegel angeht, ist eigentlich unerreichbar. Und da haben wir natürlich auch eine gute Eiweißquelle mit drin. Also Cliff Bar geht immer und das findet ihr auch so beim Kaufland. Wenn ihr auf Cliff Bar steht, ist es natürlich schade, die findet ihr so nicht beim Discounter, ganz geil. Ja, das war Kaufland. Lasst uns festhalten. Ich finde, Kaufland ist ein bisschen innovativer. Ja, absolute Empfehlung, die ihr vielleicht exklusiv eher bei Kaufland findet. So ein paar Produkte, die wahrscheinlich auch eher so ein bisschen eine Innovation darstellen, wo man sagt, ey, Kaufland, nimmt das mal mit ins Sortiment, was ein Discounter jetzt nicht wagt, weil sie sagen, ach, das kauft eh keiner. Aber ihr könnt es mal probieren. Den Käse, die Kichererbsennudeln. Okay, das ist keine Innovation, aber wie gesagt, da sage ich eigene Erfahrung, ich esse es gerne, es schmeckt wirklich gut und von der Preis-Leistung könnt ihr euch dann Rinderfilet mal gönnen, ohne dass das wie Rotze schmeckt. Das war Kaufland, liebe Sportsfreunde. Was hätten wir denn noch? Also wir haben auf jeden Fall schon am Start, Rewe war schon da, ihr habt Aldi, ihr habt Netto, ihr habt Lidl, also checkt das mal ab und es wird wahrscheinlich noch, was haben wir noch, Penny zum Beispiel könnten wir noch machen. Gucken wir einfach mal rein, lasst einen Kommentar da, vielleicht euer Lieblingsprodukt von Kaufland mal reinballern, würde mich freuen, wenn ich vielleicht auch was verpasst habe. Ich hole noch mal ganz schnell, ich habe verpasst, Timo, pass auf, warte mal, ich habe ja noch einen Kühlschrank, das ist vielleicht noch ganz schnell, ich habe ja noch Eis, so, Pro Delight. Esst es nicht wegen dem Geschmack, aber ein Becher hat 34 Gramm Eiweiß. Ist auch teuer, aber das ist wirklich ein Proteineis. Also das ist wirklich auch auf Milcheiweißbasis und Molkeeiweiß, Milchkonzentrat. Und das ist jetzt, ich muss sagen, kein Proteineis, aber ohne Witz, wenn ihr sowas wie Magnum gerne esst, probiert mal Oppo diese Dinger. Habe ich jetzt auch nur beim Kaufland gefunden. 125 Kilokalorien, ein so ein Eis am Stiel, richtig lecker. Also das ist richtig lecker und das ist eine Proteinquelle. Nur um das nochmal abgehandelt zu haben bei Kaufland, Eis gibt es dort auch. Und das kann man mal probieren. So, ich bin raus, euer Görki.